Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Resident Evil 3. Weiter geht's. Ich hatte hier so einen kleinen Fehler gemacht. Wer es nicht gesehen hat, letzte Folge. Ich hoffe, dass wir noch davon welche Munition finden. Hier haben wir schon mal alles abgeklappert. Aber in dem Nemesis dürfte eigentlich gar nicht hier durchpassen. Rein theoretisch. Ja, ich brauche einen Schlüssel. Nee. Dann geht's jetzt hier lange los. Noch einmal kurz abspeichern. Habe ich was übersehen? Da oben vielleicht irgendwas? Hm. Ja, ich brauch's einen Schlüssel. Dann geht das doch in diese Richtung weiter. Da vorne ist eine Tür. Labor 1. Ja, das ist ja die aktuelle Aufgabe. Die. Hier ist nix, hier ist nix. Wow. Sicherheitsschlüssel erfolgreich erstellt. Was haben wir denn hier? Sicherheitsschlüssel entfernt. Ah. Jetzt haben wir den Sicherheitsschlüssel. Jetzt können wir ihn die, jetzt kommen die anderen Labore rein, oder was? Obwohl, dass die eine Tür noch da so ruhig ist. Wo Nemesis jetzt ja eigentlich gegenklopfen müsste. So. Benutzen. Sperre aufgehoben. Mal kriege ich den nicht wieder. Mit dir. Alter, krieg ich mir. Nein! Seit wann dodgen die? Weg mit dir. Ich hoffe, die können nicht durch Türen gehen oder sowas halt. Ach, Schießpulver. Noch irgendwas? War da überhaupt noch was drin? Was war das? Sprengstoff A. Nice. Und damit. Wo war denn das Sprengstoff A überhaupt? In der Ecke oder was? Ah, da liegt's.
Ja. Jo. Hallo. Nein. Was bringt denn das, wenn ich da die ganze Zeit die Taste gedrückt halte? Ich wollte hier nochmal gucken. Nice. Wir haben das erste. Eine Antigenprobe. Die brauche ich definitiv für den Impfstoff. Ich sollte irgendwie besser schießen können. Ist hier noch irgendwas? Bitte um Waffengenehmigung. Sehr geehrter Dr. Emerson, ich möchte Sie oft darüber bitten, die Waffen, die normalerweise an den Biowaffensystemsteam vorbehalten sind, auch den Mitarbeitern zugänglich zu machen, die mit Aufnahme der Verabschiedung von Testpersonen beauftragt wurden. Diese Testpersonen sind zwar nicht so gefährlich wie unsere Biowaffenproduktion, aber ich glaube, dass die Waffengenehmigung ratsam ist, wie unten erläutert. In letzter Zeit habe ich eine Testperson in eine Mutation entwickelt, die sie sehr hohe Reaktionsfähigkeit aushalten. Unser Team nennt die Exemplare Pela Heats. Vorkommen die regelmäßig, aber spezifisch Grund dafür muss noch gefunden werden. Durch die erstaunliche Regeneration dieser Pali Heats ist schwierig, sie mit den herkömmlichen Waffen zu töten. Im Fall eines Systemausfalls der Anlage wäre unser Waffen Arsenal für die Verteidigung nicht ausreichend. Aus diesem Grund bitte ich darum, alle Mitarbeiter in den Abteilungen für Versand und Abfertigung mit Waffen mit hoher Feuerkraft auszustatten, die in den Lager sind, Palihits zu töten. Dadurch wird die sichergestellt, dass wir den Notfall, die Gefahr schnell eliminieren und sicher evakuieren können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Manager für Versand und Abfall, Gabriele Reed. So, kombinieren damit. Geht nichts. Was macht das hier? Lol. Kann ich nicht hier runterspringen? Muss an den vorbei. Nein, hat nicht funktioniert. Hallo. Ja, anscheinend wurden die gefressen. Und die können halt nur platt gemacht haben mit hoher Feuerkraft. So. Unautorisiertes Material erkannt. Entweder verstehe ich es falsch oder es fehlt ein Schritt. Oh. Dann fehlt ein Schritt. Gehen wir nochmal kurz zurück zur Kiste. Dann fehlt ein Schritt, meine Liebe.
Und mit zweimal Sprengstoff A kann man zweimal Sprengstoff A verbinden. Verstauen wir mal, brauchen wir jetzt gerade nicht so unbedingt. Oh. Wir haben ja zweimal Schießpulver. So. Speichern wir nochmal kurz. So. Das ist nicht so gut, das ist nicht so gut, das ist nicht so gut. Oh, hier ist ein Bericht. Versandbestätigung. Fracht Nemesis. Versandort CDR VK zu Raccoon City. Versanddatum 1. September 1998. Versandkategorie gefährlich. Gefahrgut Klasse 1. Weitere Anmerkung: Transit in den Vereinigten Staaten ist per Helikopter durchgeführt. Lassen Sie bei Abheben und der Landung extrem Vorsicht walten. Ein Schock gegen den Paket kann unter Umständen zur Eigenaktivierung führen. Wir hier in der europäischen Zweigestellten freuen uns schon darauf, Ihre Meinung zu und Einschätzung zu diesem neuesten Prototyp zu hören und sind erfreut, Ihnen die Muster zu Testzwecken zuzusenden. Es wurde zahlreiche Tests unterzogen und verfügt über einen unglaublichen Zerstörungskraft. Bitte lassen Sie bei dem Einsatz äußerste Vorsicht walten. Leiter Entwickler Dr. Herm Frank. So, jetzt müssen wir... Okay, einen Impfstoff haben wir schon mal. Lol. Säure Generation 2. Okay. Ist hier noch was? Nachricht eines Wissenschaftlers. Es ist passiert. Unser Worst Case ist eingetreten. Das T-Virus ist irgendwie entkommen. Dr. Barth hat mir befohlen, riesige Mengen des Impfstoffs herzustellen. Ich habe eine Kultur des T-Virus-Antigens vorbereitet. Jetzt muss ich es nur noch mit den eigenen Antivirus kombinieren, um die Wirkung zu stärken. So sollte ich es in der Lage sein, genug Impfstoff zu produzieren, um alle überlebenden Bürger zu retten. Die Antivirus-Probe werden in der Inkubationslabor gelagert. Testpersonen streifen bereits durch die Korridore. Aber ich muss einen Weg finden, an dieses Problem zu gelangen, während die Kultur reift. Für den Fall, dass ich nicht zurückkomme, schließ bitte den Synthesevorgang ab. Versuch einen Weg zu finden, den Ausbruch zu stoppen. Das ist das Mindestens, das wir noch tun können, nachdem wir dieses schreckliche Ereignis in Bewegung gesetzt haben. Er ist wahrscheinlich dabei draufgegangen. Unten noch irgendwas? Das muss die Stromversorgung sein. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir die jetzt oben in Gang setzen wollen. Hilfespray, warum? Ich weiß nicht, ob Nemesis hier drin ist. Irgendwo.
Oh Mann. Oh Mann. Gott, werden die hier etwa produziert? Anscheinend. Ich bin gerade ein bisschen angespannt. Aber nur leicht. Aus dem Weg! Oh oh. Mach's kurz. Ach, das sind diese Viecher. Geh drauf. Nur noch einer. Komm hier drauf. Endlich. Da ist doch irgendwas drin. Das trifft sich gut. Säure. Hallo. Ist die einzigste alle? Ja. Ausdruck meines Besorgnis. Sehr geehrter Dr. Frank. Ah, nicht Stefan Frank, oder? Bitte erlauben Sie mir Ihnen ein herzliches Gratulations für die Fertigstellung von Nemesis auszusprechen. Für früh war beeindruckt Erfolg im Bereich der Biowaffenforschung. Eine Präzisionsorganismus in das Gehirn eines Tyrant einzuführen, um ihn zu extrem zu kontrollieren. Ich kann nicht umhin von solchen einer brillanten Idee beeindruckt zu sein. Jedoch muss ich von dem medizinischen Standpunkt aus meiner Missbilligung zu diesen Abweichungen von den etablierten Umbrella-Richtlinien aussprechen. Indem sie sich der Verwandlung von Präzision zugewandten haben, schaffen sie ein gefährliches Präzedenzfall. Viren können im Zaun gehalten werden. Ich bin der fast Ansicht, dass für jedes Virus auf der Erde einen effektiven Impfstoff zu entwickeln werden kann, um üppig Forderungen und genug Proben vorausgesetzt natürlich. Können Sie jedoch deshalb über Parasiten sagen? Ärzte haben vergeblich versucht, einen Impfstoff für Malaria zu entwickeln. Parasiten wie diese Plasmodium sind genetisch weitaus komplexer als das T-Virus. Um zu glauben, man könnte sie steuern, ist äußerlich Torheit. Womöglich sind Konsumenten in ihrem Land gewillt, PKWs ohne Bremsen zu kaufen, aber ihr Amerika wissen sie es besser. Aber mir fällt ein, dass sie je einen Abschluss in Wirtschaftslehre besitzt, also hatten sie sicherlich schon mal einen brillanten Marketingplan erstellt, um die Schwarzmaler für sich zu gewinnen. Ich freue mich auf Ihren Reden im Forum in Berlin. Nächsten Monat in der Zwischenzeit werde ich medizinische Lösungen zu diesen Masterproblem auskundschaften, dass sie uns
aufgedrängt haben. Mit freundlichen Grüßen, Natalia Barth, PHT. So nennen sie ihn Nemesis. Nicht hier noch was? Klar ist das Nemesis. Wer soll es denn sonst sein? Zack. Kurs verbinden, ne? Nice. Ja, jetzt haben wir die beiden Proben. Ich habe trotzdem ein komisches Gefühl. Die müssen jetzt wieder zurück. Jetzt, wenn die da unten jetzt wiederbelebt oder was? Oder belebt. Oh Mann. Oh. Hä? Wo kommt der jetzt her? Ja. Verreckt. Alter. Jungs, macht doch nicht sowas mit mir. Ich hab kaum Munition noch. Hallo. Nein. Ach, gehen wir nicht auf die Eier. Ja. Tschüss, gute Reise. So. Das wahrscheinlich zuerst. Mit. Unautorisiertes Material erkannt. Da fehlt noch was. Aber warte mal, müssen wir uns noch einen Sicherheitsschlüssel holen? Ne, ist keiner mehr. Ich war doch jetzt überall, oder nicht? Oh Mann. Gott, speichern wir mal. Wir haben jetzt den zweiten Impfstoff. Es fehlt noch. Einer fehlt noch. Gut, aber dann würde ich sagen, war es das jetzt von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.